Das Patch ist da, das Update ist herausgekommen. Circa vor einer Stunde ist das Patch herausgekommen. Der Changelog ist auch da. Wir schauen uns gleich mal an, was hinzugekommen ist, was gefixt worden ist. Wir schauen uns die Maschinen, die neu hinzugekommen sind, im Einzelnen an. Ohne weitere Zeit zu verlieren, legen wir gleich los. Wir schauen uns erstmal die Geräte und Maschinen an, die neu hinzugekommen sind. Ein paar haben wir ja schon kurz mal besprochen gehabt in den Mod-Vorstellungen, als wir die Veröffentlichung von Giants angeguckt haben, wo die neuen Geräte, die hinzukommen sollen, angeschaut haben. Daher legen wir gleich los mit dem Fendt 9PL. Komischerweise wurde der gar nie angekündigt. Es wurde angekündigt, der Fendt oder den Ideal oder den Massey Ferguson, die 7er und die 8er Version. Die 9er wurde gar nicht angekündigt. Wir schauen uns diesen gleich mal an. Und zwar haben wir hier natürlich die beiden Versionen. Einmal die Fendt-Version und einmal die Massey-Version. Und wir schauen uns natürlich nur einer der beiden an, weil die sind ex aequo dieselben. Also wir haben den Ideal, den Fendt 7 PL mit einer Leistung von 451 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1000 Liter, 180 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h, Fassungsvermögen für den Tank für das Erntegut 12.500 Liter, Gewicht 20,4 Tonnen und kostet standardmäßig 405.000 Euro. Hier haben wir, wie angekündigt, auch die 8 PL Version, und zwar kommt die mit einer Leistung von 538 PS. Die restlichen Leistungsmerkmale sind dieselben, der Preis liegt dann bei 448.500 Euro. Und die nicht angekündigte Version, das ist der 9 PL mit einer Leistung von 647 PS. Die restlichen Leistungsmerkmale bleiben sich dieselben. Der Preis hier würde sich dann auf 503.000 Euro belaufen. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann kann natürlich auch noch das Kennzeichen hinzugefügt respektive geändert werden. Dazu wurde ja auch angekündigt, das Powerflow 30 Fuß. Und zwar kommt dieses Schneidewerk mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen, mit einer Arbeitsbreite von 9,20 Meter und einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Preis 52.000 Euro. Dieselben Angaben gelten natürlich auch für die Version von Massey Ferguson. Das ist wirklich, wie gesagt, ex aequo dasselbe. Beim Design haben wir hier die Konfigurationsmöglichkeit Design 1 oder Design 2, was hier dieser Leitbalken hinzufügt. Wir kommen zum Plöger ATS 5104 LNMS. Und zwar kommt dieses Gerät mit einer Leistung von 550 PS, hat eine stufenlose Schaltung, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 850 Liter und 60 Liter DEF. 40 km/h ist die maximale Geschwindigkeit. 22 Kubikmeter ist das Füllvolumen für Gülle und Gärreste. Gewicht 23,1 Tonne. Und Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 km/h. Der Preis in der Grundversion ist 381.000 Euro. Hier können die Reifen gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Des Weiteren gibt es hier keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Kommen wir zu der Spritze Hardy Navigator 4000 Delta Force. Diese kommt mit einer Tankkapazität für Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel von 4000 Litern, wiegt 4,2 Tonnen, hat eine standardmäßige Arbeitsbreite von 27 Metern und arbeitet bei 12 km/h. Der Preis hier 54.500 Euro. Hier kann die Arbeitsbreite verändert werden, und zwar kann die hochgeschraubt werden auf 30 oder 33 Metern. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Wredestein und Trelleborg. Und weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier nicht. Wir kommen zu diesem Gigant hier, und zwar der Kotte PQ32000. Dieses Güllefass kommt mit einem Tankvolumen für Gülle oder Gärreste von 32 Kubikmetern, wiegt 13,5 Tonnen. Braucht 350 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und kostet wuppige 189.500 Euro. Ein Riesengerät, vierachsiger,
Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein und Trelleborg. Bei den Farbvariationen haben wir bei der Hauptfarbe eine etwas ausgedehnte Standardpalette und bei den Felgenfarben haben wir entweder Silber oder Schwarz. Kommen wir zum Krampe Big Body 750S. Dieser kommt standardmäßig mit einem Volumen von 20 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen und kostet standardmäßig 35.500 Euro. Hier kann in der Standardversion hinzugefügt werden die Kapazität auf 37,5 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können dann hier gewählt werden zwischen Trelleborg, BKT, Wredestein und Michelin. Bei den Farbvarianten haben wir die Möglichkeit zwischen dem Rot, Grün, Schwarz oder Weiß. Dann beim Design haben wir die Möglichkeit zu ändern auf die Michelin Agritechnica Spezialversion. Da haben wir die Möglichkeit, die Reifen zu ändern zwischen Trelleborg, BKT, Wredestein und natürlich Michelin. Hier gibt es keine weiteren Farboptionen, weil dies natürlich eine Sonderausgabe ist. Wir kommen zu den Veränderungen an Geräten. Und zwar hier haben wir den Case Magnum 400. Dem wurde bei der stärksten Motorenausführung, die hinzugefügt worden ist, eine manuelle Schaltung hinzugefügt. Dieser hat nun so 435 PS, wird wie gesagt lastgeschaltet, also manuell, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 647 Liter und 99 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h, Gewicht 12,7 Tonnen und kostet so in dieser Variation hier 342.500 Euro. Zum Versa-Teil wurde eine Option einer 3-Punkte-Kupplung hinten hinzugefügt. Also hier können wir jetzt wählen, ob eben die Standardversion kommt oder eben mit der 3-Punkte-Kupplung. Also ich habe Manual Attach an, kann aber die Schläuche nicht verbinden. Die Zapfwelle, die geht, aber die Schläuche funktionieren also nicht. Nur damit ihr das wisst. Wir kommen zum Kuhn Wender und zwar dem GF 8712. Dem sei jetzt eine korrekte Bodenausrichtung hinzugefügt worden. Das kann ich aber im Shop natürlich nicht zeigen, das musste man dann in Aktion sehen. Also hier, der soll jetzt korrekt am Boden ausgerichtet sein. Wir kommen zum Class Lexion 8900, der auch eine Änderung bekommen hat. Und zwar wurde dem, wenn wir die Reifenoption Mitas auswählen, eine Variante hinzugefügt, wo das Bandlaufwerk ersetzt wird durch eine Doppelbereifung vorne. Und zwar ist das die Reifenvariante US. Kommen wir nun zu den Änderungen und Verbesserungen, also der Liste an sich, was geändert oder verbessert worden ist. Und zwar starten wir gleich mit dem ersten Punkt. KI-Probleme mit knickgelenkten Fahrzeugen wurde behoben. Scrolling-Eingabe des Tierbildschirms bei der Anzahl der Tiere wurde behoben. Animierte Kartenobjekte für Modkarten ist behoben worden. Endlich Spawn von Bienenstock-Honigpaletten wurden behoben. Das ist, war auch Zeit, ne? Es wurde ein Problem behoben, bei dem Tiergeräusche verzerrt waren, wenn man sich in der Kabinenansicht in der Nähe eines Tiergeheges befand. Das ist das, was ich bei meinem Safe Game auf der Allstream Farm befürchtet hatte. Deswegen habe ich den Eichertraktor nicht eingesetzt. Ballen, die zufällig im Fahrzeugladen auftauchten, das wurde behoben. Es wurden Abstürze behoben, die zuletzt vor allem auf älteren Konsolen auftraten, wenn Spiele mit hohen oder großen Spielständen gestartet oder Multiplayer-Spielen mit umfangreichen Spielständen beigetreten wurden. Schadens- und Besitzeranzeige im Fahrzeug InfoHard wurden behoben. Grünlandwalzen auf der Karte Erlengrad ist behoben worden. Eingabe zum direkten Öffnen der Karte ist korrigiert worden. Probleme mit Rundumleuchten behoben, die nicht mit den korrekten Lichtreflexionen übereinstimmten. Probleme mit Palettengabeln behoben, die in den Boden fielen. Behebung der Probleme mit Fahrzeugen, die an einem Zug festgebackt waren, wurde behoben. Das Zurücksetzen der Nummernschilder bei Fahrzeugen, die zurückgesetzt wurden, wurde behoben. Verlorenes Holz behoben, wenn das Werkslager voll ist. Karten-Hotspot-Grafiken für verschiedene Fahrzeuge wurde korrigiert. Die Zug-Hotspot-Anzeige für Clients auf der Elmkrieg wurde korrigiert.
Es wurde behoben, dass die Mod Hub Download Fortschrittsanzeige nicht richtig aktualisiert wurde. Behoben, dass Spieler verpackte Ballen anderer Farmen öffnen konnten. Behoben, dass vorab platzierte Gebäude beim Verkauf gelöscht wurden. Seltene Absturz- und visuelle Probleme beim Fällen von Bäumen wurden behoben. Seltenes Problem behoben, bei dem sich das Silage-Silo nicht richtig öffnete, wenn es aufgedeckt wurde. Situationen wurden behoben, in denen das Spiel aufgrund von nicht genügend Speichern nicht mehr gespeichert wurde. Anhänger mit Lenkachsen sollten sich jetzt beim Anhängen an die Vorderseite des Traktors korrekt verhalten. Das Entladen von Baumwollballen vom Ballenlader wurde korrigiert. Die Verwendung von benutzerdefinierten Modpaletten in Produktionen wurde korrigiert. Die Verwendung von Fahrzeug-Werkzeugkameras wurde korrigiert. Verschiedene Probleme bei der Verwendung von benutzerdefinierten Übersetzungen in Modmaps wurde behoben. Werkstattaktualisierung bei Fahrzeugwechsel oder Verkauf wurde behoben. Verbesserte Erreichbarkeit einiger Stationen durch die KI-Helfer. Verbessertes Be- und Entladen. Verbessertes Be- und Entladen der KI für verschiedene Lagersilos und Heuscheunen. Kollision von Bäumen wurde verbessert. Erhöhte Maximalhöhe zum Entladen des Heizomat HM8400KLC. Die Anzahl der Kartenslots wird jetzt korrekt berechnet, was Abstürze auf älterer Hardware beim Laden in umfangreiche Spielstände weiter verhindert. Der Steinsammler-Helfer stoppt jetzt, wenn er voll ist. Es wird automatisch entladen, wenn ein Anhänger in der Nähe ist. Diverse Verbesserungen des Fahr- und Arbeitsverhaltens. Dann kam neu hinzu, Farbkonfigurationen für die Nati-Header-Trailer hinzugefügt, Benachrichtigungen zum Auftragsfortschritt wurde hinzugefügt, Funktion hinzugefügt, um Fahrzeuge und Werkzeuge zu verkaufen, wenn ein Speicherstand geladen wird, der sonst zu schwer wäre, um ihn auf älteren Konsolengenerationen zu laden, Nummernschilder für Verkehrsautos auf Haute-Belleron und Erlengrad hinzugefügt, Mindest- und Höchstpreise über ein Jahr in der Preisliste hinzugefügt, Powerdrive-Getriebe zum Case IH Magnum 400 hinzugefügt, korrekte Bodenausrichtung für den Kuhn GF 8712 hinzugefügt, Unterstützung für Modder hinzugefügt, die jetzt Snap-Positionen für Cutter definieren können, damit sie auf Cutter-Trailer des Basisspiels einrasten. 3-Punkt-Verbindungsoption für den Versatile 4WD hinzugefügt, das haben wir uns schon angeguckt. Und eine US-Konfiguration mit Rädern für den Class Lexion 8900 wurde hinzugefügt. Das waren die News zu diesem Patch. Was haltet ihr davon? Seid ihr enttäuscht? Habt ihr was anderes erwartet? Bitte kommentiert mir doch eure Meinungen, eure Gefühle darüber in die Kommentare rein. Ich denke, einige Sachen wurden gefixt, die tatsächlich wirklich dringend gefixt werden müssten. Zum Beispiel eben das Verhalten der Paletten, der Honigpaletten. Andere Punkte, die müssten eventuell dann noch nachgeschoben werden. Ich weiß es nicht. Ihr sagt mir, wie es für euch ankommt. Ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Bitte nicht vergessen, heute Abend 18 Uhr auf diesem Kanal den Livestream zu der Allstream Farm mit Oldtimer Equipment. Heute Abend 18 Uhr. Wir werden sehen, wie das Update Impact hat auf diesen Safe. Gucken, ob sich alles korrekt verhält oder ob neue Probleme auftauchen. Das werden wir dann sehen heute Abend im Livestream. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.